Wir alle haben im Laufe unseres Lebens Schmerzempfindungen gehabt. Wir alle haben Schmerzen gespürt. In Wirklichkeit wissen wir aber oft nicht, dass der Schmerz ein Warnsignal unseres Körpers ist, das unser Organismus aussendet, um uns mitzuteilen, dass er durch irgendetwas Schaden nehmen könnte. Etwas, das eine potenzielle Gefahr darstellt. Es wurden zahlreiche Klassifizierungen erarbeitet, doch ich glaube, dass die Unterscheidung in sinnvollen und sinnlosen Schmerz am besten geeignet ist. Der sinnvolle Schmerz ist ein somatischer Schmerz im Allgemeinen. Das heißt, der Schmerz, der aus einer möglichen Verletzung, einer Krankheit oder einem schädlichen Element entsteht, mit dem unser Organismus in Kontakt kommt. Der sinnlose Schmerz ist ein Schmerz, den man bei allen chronischen Erkrankungen empfindet, bei denen wir bereits wissen, womit wir es zu tun haben. Diese Pathologien, nehmen wir zum Beispiel als eine unter vielen die Arthrose, verursachen jedoch auch weiterhin Schmerzen, weil sie auf die Nervenenden wirken. Der Einsatz der Schmerzmittel führt uns zu einer dritten Schmerzklassifikation, die akuten und chronischen Schmerz unterscheidet. Der akute Schmerz ist ein unmittelbarer Schmerz, der spontan mit der Krankheit auftritt und mit Schmerzmitteln wirksam behandelt werden kann, vorausgesetzt, das Symptom wurde korrekt erfasst. Da die Entzündungen zu den Hauptursachen für Schmerzen gehören, basiert die Wirksamkeit vieler Schmerzmittel eben genau auf ihrer entzündungshemmenden Wirkung. Und aus diesem Grund zeigen auch die Thermalkuren eine beachtliche Auswirkung auf den Schmerz. Wenn wir zum Beispiel den entzündungshemmenden Effekt der Thermalkuren im Gebiet von Abano und Monte Grotto berücksichtigen, werden wir uns bewusst, dass diese Therapien und das Thermalwasser eine anerkannte und zertifizierte entzündungshemmende Wirkung besitzen und dass ihre erste Auswirkung auf die Entzündung daher in einer Linderung der Schmerzen besteht, vor allem bei chronischen Schmerzen, Arthrose oder Rheumaschmerzen, also Schmerzen, die eine präzise und bestens bekannte Ursache besitzen. Wir dürfen dabei allerdings nicht vergessen, dass man für die Thermen von Abano und Monte Grotto auch eine Auswirkung auf die Endorphine feststellen konnte. Substanzen, die unserem Körper helfen, Stress zu bewältigen. Schmerz ist eine Stressquelle. Endorphine gegen den Stress bedeutet, den Schmerz zu reduzieren und ist daher eine zweite Auswirkung der Thermalkuren. Die Thermalkuren können in diesem Sinne durch Verbesserung der Gelenkfunktionalität, Reduzierung der Entzündung oder Steigerung der Endorphine bei der Behandlung von Schmerzen besonders nützlich sein.